Hallo zusammen, willkommen zurück bei 7 Days to Die. Das Leben in der Großstadt, es ist nicht leicht. Wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Wir haben einen Bären hier bei uns auf dem Parkplatz rumlaufen. Ja, um den müssen wir uns erstmal kümmern. Gucken wir mal, wie wir das am geschicktesten machen. Ich will da jetzt auch keinen großen Aufwand machen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das AK, verschanzen uns mal hier hinter der Wand und halten da mal ordentlich drauf. Und dann tun wir nochmal Bilanz ziehen, was in der Hortennacht rumgekommen ist, wie es aktuell mit meinem ganzen Inventar steht, wie weit wir mit der Base sind. Gut, drückt den Daumen, dass hier alles klappt, aber ich meine mal, ein so ein Magazin, das sollte genügen. Messer habe ich natürlich nicht mit. Doch, haben wir mit zum Glück. Ich war nämlich jetzt mitten am Ausrüsten, als ich dann gesehen hatte, dass hier sich ein Bär hin verirrt hatte. Na los, legen wir mal los. Nicht mal ein Magazin gebraucht. Alles halb so wild. Gut, jetzt haben wir ordentlich umgeballert. Erstmal die anderen Kollegen angelockt. Aber so muss es sein. Halt ein bisschen Action hier. Es ist in der Großstadt so. Wo haben wir denn jetzt unser Messer? Ja, schaffen wir doch nicht. Geh mal von meinem Bären weg. Boah, Kopf ab, Arm ab. Da hat man das Problem jetzt hier aus der Welt geschafft. Gucken wir mal. Ich kann euch mal eben zeigen, was hier so los ist. Ich weiß nicht, ob die Zombies jetzt ihre festen Wege haben. Sie wollen einfach immer durch meine Wand durch. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe schon überlegt, ob wir da mal später einen Elektrozaun draußen hinstellen, aber da rennen sie ja auch bloß rein. Da rennen sie ja später dann auch bloß rein. Also da müssen wir wirklich nochmal unseren Grips anstrengen, wie wir die hier von der Wand fernhalten. Die wollen wirklich ständig durch die Wand durch, auch wenn ich mich irgendwo da hinten befinde. Die wollen durch. Und ich weiß nicht warum. Ja, ich habe hier ein bisschen umgebaut, habe noch ein paar Gitter rechts und links. Ich habe sie erstmal aus Holz gemacht. Später dann, wenn ich denke, okay, das bleibt so, tun wir sie dann aufwerten auf Stein. Und hier unseren zweiten Bumper, den wir haben, habe ich direkt mal hier an die Tür gestellt. Ich sag mal, der hält mir erstmal so die Zombies von der Tür fern. Denn es kommen ja doch einige hier vorbei. Es ist nicht zu vergleichen mit unserem schönen Waldbiom, wo wir vorher waren. Da war es wirklich schön ruhig. Dann tun wir erstmal hier unseren Loot ausladen. Guck mal. Ja, die eiserne Feueraxt, die wir letztens in der letzten Hortennacht gelootet haben, die habe ich jetzt auch schon ausgerüstet, habe die mit der Holzsplitter-Mod installiert oder ausgerüstet. Eine andere Mod hatte ich jetzt da gar nicht. Müsste ich nochmal eben schauen, ob wir vielleicht eine Handgriff-Mod bauen können. Packen wir die rein. Hier haben wir noch eine Schatzkarte. Und dann war ich nämlich eben noch dabei, die Dreifachtaschenmod und die einfache Taschenmod auszurüsten. Einfach mal schauen, ob wir noch einen Ausrüstungsplatz frei haben. Dann hat man ja noch das AK-47 Paket und wir haben noch ein Munitionsfertigungspaket. Das ist jetzt komplettes Neuland für mich. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ich lasse mich da jetzt mal überraschen und wollte das natürlich auch mit euch teilen. Gucken wir mal, was in den Paketen so drin ist. Wir haben 100 Geschossspitzen, 100 Patronenhülsen und 100 Papier. Ach, hier oben geht es ja weiter. Und 100 grober Schrott. Öffnen wir mal das AK-47 Paket. Wow. AK-47 und 67 Schuss Munition drin.
direkt bei einer Waffe drin gewesen. Kann sich sehen lassen. So, das sind wir hier richtig. Tun wir das Papier mal mit hier rein. AK-47 hier oben rein. Ja, was hatte ich jetzt noch einstecken? Das hatte ich noch von der alten Basis mitgenommen. Den ganzen Zement- und Betonmischung, Schotter, was ich da so hatte. Schießpulver muss natürlich wieder vorne rein. Okay, ist halt ein bisschen eng. Ich habe immer ein Werkzeug, was mir fehlt, weil ich habe gerne hier diese 9mm und 7,62mm Munition unten der Schnellzugriffsleiste, dass ich die nicht aus Versehen mal mit auspacke. Denn diese beiden Waffen haben wir ja immer parat. Oder vielleicht tun wir einfach die Pistole zu Hause lassen. Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit. Hat man zwei Slots gespart. Machen wir das einfach mal. So. Können wir nämlich alles mitnehmen, auch die Eisenschaufel. Es geht jetzt langsam los. Ans große Buddeln. Wir müssen ja unsere neue Mortenfalle bauen. Und die Einserpistole. Raus damit. Und dann legen wir mal alles um. Schraubschlüssel auf die 5. Beziehungsweise, den müssen wir noch umbauen. Nee, ausrüsten wollte ich nicht. Ich wollte ihn eigentlich umbauen. Der hat doch eine Mod drin. Hä? Jetzt bin ich gerade etwas durcheinander. Hier können wir doch verändern. Warum kann ich den jetzt nicht verändern? Achso, der muss ausgerüstet sein. Hier haben wir den ergonomischen Griff, genau. Der kommt raus. Damit kann der Schraubenschlüssel auch raus. Weg. Verändern. Mod rein. So, Schockstab. Da sind wir ja noch auf der Suche nach neuen Schockstabteilen, dass wir uns den Vierer bauen können. Und der Schraubenschlüssel kommt in die Werkzeugkiste. Gut, dann gucken wir nochmal durch nach unserer Ausrüstung. Wir haben noch diese Dreifach- und Einfach-Taschenmod. Sieht nicht gut aus. Das sind alles ganz normale Sachen. Da passt halt nur diese, oder? Nee, doch, passt sogar rein. Ich wollte sagen, diese Hosentaschenmod, aber geht hier in unsere 6er Handschuhe. Gleich mal eingebaut. Und was hätten wir noch? Die Beinschienen. Super. Mal reparieren, reparieren. Reparieren brauchen wir ganz normalen Stoff. Erstmal falsch geklickt. Ich wollte eigentlich aufs Lagerfeuer. Das hatte ich angeworfen. Wir haben jetzt Speck mit Eiern, 10 gegrilltes Fleisch und 71 trübes Wasser. Das kommt direkt in unsere Kiste. Ja, wir sind satt. Ein Stückchen trinken könnten wir noch. Erstmal noch hier schönes gegrilltes Fleisch benutzen. Wasser hinein und dann trinken wir noch einen Schluck.
Und dann geht es direkt weiter. Ihr merkt schon, heute ist hier Inventurtag. Wir gehen mal Punkte vergeben. Drei Stück habe ich jetzt noch offen. Und zwar habe ich mich jetzt etwas umentschieden, dass wir mehr in die Elektrobranche gegangen sind, gehen. Und zwar hier bei dem Hänger habe ich jetzt drei Punkte vergeben. Damit können wir jetzt einen Qualität 4. Ein 4er Elektroschocker bauen ist, denke ich mal, vollkommen ausreichend. Da haben wir jetzt drei Punkte drin vergeben. Und ich wollte jetzt, lass mich ganz kurz nachdenken. Intelligenz. Warum wollte ich Intelligenz auf 6 machen? Ich habe es mal auf meinem Zettel notiert, ich habe es aber leider vergessen. Ich glaube einfach nur wegen dieser Elektroschocker-Geschichte. Du wirst ganz schön klug. Du verursachst 250% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Schockstäben und Robotikgeschütztürmen eine Chance von 30%, dein Ziel zu zerstückeln. Hier müssten wir auf 7 skillen. Man muss sich das wirklich immer alles aufschreiben. Ist manchmal wirklich furchtbar. Aber pass auf, ich packe jetzt mal den Punkt hier rein. Ja, wir wollen ja mit dem Schockstab kämpfen, also 5% mehr. Unser Ziel zu zerstückeln erhöht sich dann irgendwann mal auf 50%. Oder wartet mal, wo können wir denn noch mal investieren? Ich weiß, bessere Werkzeuge wollte ich ja bauen. Jetzt haben wir aber schon die Feueraxt, die Eisenspitzhacke. Da müssen wir mal sehen, dass wir da uns was Neues besorgen. Der Schraubenschlüssel ist okay. Die Eisenschaufel ist okay. Das Messer ist okay. Besser verhandeln. Ingenieur. Ach ja, Elektriker. Das war's. Genau, hier braucht man die Intelligenz auf 6. Denn hier können wir dann Elektrozäune und Klingenwaffen bauen. Und schmieden. Ja, genau. Klingenwaffen, Elektrozäune, das ist ja mein Ding. Also doch hier Intelligenz ist doch perfekt. Und Elektriker. Jetzt gucken wir mal, was Erfinder bringen würde. Lerne Schrotflintengeschütztürme für die unmittelbare Verteidigung deiner Basis auf kurzer Distanz. Batteriebänke und Nagelpistolen. Wartet mal, Nagelpistolen, die brauchen wir. Oder? Eine Nagelpistole. Das war doch jetzt das Gerät, was den Klauenhammer ersetzt. Ich habe sie halt noch nie gehabt. Ebenso wie ich noch nie eine Kettensäge hatte. Erhalte 35% Erfahrungspunkte für Kills mit elektrischen Fallen. Alle Rezepte für die Schmiede kosten 15% weniger. Da gucken wir mal. Intelligenz würde da auf 8 benötigt werden. Ja, reicht dann eh nicht. Gut, Punkte sind verteilt. Schön. Dann können wir jetzt Generatoren und Elektrozäune herstellen. Wir gucken mal eben. Müsste ja jetzt hier auftauchen. Stacheldrahtzaun ist es nicht. Tun wir denn das herstellen? In der Werkbank? Oder in der Schmiede? Ah, hier, Wissenschaft. 4x4 Trag. Ehrlich gesagt finde ich den gar nicht mal so schön. Da sieht ein bisschen, naja, ein bisschen grobschlächtig aus. Ich hätte lieber das Motorrad. Bewegungssensor, Dartfalle. Oh ja, die wollte ich auch nochmal bauen. Dartfalle, die können wir sogar schon bauen. Was brauchen wir denn hier dafür?
Schrotflintengeschützturm. Ich habe so viele Schrotflintenpatronen, habe keine Schrotflinte. Wenn wir die hierfür noch verbrauchen, ist das perfekt. Schrotflintenteile, Bewegungssensor, geschmiedeter Stahl 53. Das ist heftig. Elektrozaunpfosten. Generator, was? Industrielicht. Auch interessant. Klingenfalle. Mini-Motorrad. Können wir uns das schon bauen? Ich habe den Lenker frei. Braucht man Scheinwerfer, elektrische Bauteile, kurzes Eisenrohr. Schrauben, das könnte man bauen. Fahrwerk. Denke ich mal auch. Ich bin gerade ein bisschen so, ein bisschen ruhig, weil ich höre draußen irgendwas laufen. Hier passt. Läuft einer vorbei. Wir bewegen uns mal nicht. Mal sehen, ob er uns hier mitbekommt. Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Motorradteilen. Das Mini-Motorrad. Ist doch besser wie unser Fahrrad. Lass uns mal alles rausnehmen hier. Wo hab ich's denn gefunden gehabt? Eine Werkbank? Mini-Motorrad. Lenker, was fehlt denn uns da? Scheinwerfer. Hier haben wir sogar einen Lenker. Ich bin begeistert. Wir haben einen Lenker, brauchen wir gar nicht bauen. Ja, ich höre ihn doch gleich schon schlagen. Ist doch nur eine Frage der Zeit. So, ein Fahrwerk, Lenkerhammer. Wir brauchen noch eine Batterie, einen Motor und einen Rad. Ein Rad. Was fehlt uns da jetzt? Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. 19. Glück gehabt. Glück gehabt. Motor und eine Batterie. Motor und Batterie. Irgendwo habe ich die da gehabt. Oder war es in der alten Basis? Hier. Motor und eine schöne Viererbatterie. Nur das Beste. Nur das Beste für unser Moped. Der Robert hat ja auch geschrieben, dass man jetzt mit Farbe auch die Waffen richtig schön golden einfärben kann. Aber ich glaube, Farbe hatte ich jetzt hier noch nicht gefunden, beziehungsweise gar nicht mitgenommen. Wüsste jetzt nicht, dass ich sie irgendwo hier mit einsortiert habe. Müssen wir mal gucken, wenn wir sie finden. Gelbe Farbe oder kann sie vielleicht sogar herstellen? Chemietisch sicherlich. Den müssten wir mal auch noch bauen. So, Mini-Motorrad. Fertige. Dauert eine Minute. Derzeit gucken wir noch mal nach dem Chemietisch. Chemiestation, da braucht man Koch. Drei Koch. Oh, was? 100 geschmiedete Eisen und einen Messbecher. Ach, den Messbecher haben wir noch nicht.
So, wir räumen jetzt mal eben hier draußen auf. Das geht so nicht. Seht ihr hier? Das ist so eine Falle ist sogar weg. Das ist so eine Stelle, wo die halt immer mit dem Kopf durch die Wand möchten. Immer wieder versuchen sie hier durchzugehen. Ah, nehmen wir die da mit. Ein paar Erfahrungspunkte. Ich hatte jetzt schon mal hier diese Schilder abgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Hier standen so eine großen Werbeschilder. Oh, das war ein Akt. Das mit meiner Ratsche hier. Ach, das war wirklich furchtbar. 1500 HP. Und dann hier abbauen. Ebenso müssen wir mal gucken. Die ganzen Bordsteinkanten und die Platten hier, die müssten alle noch weg. Und das kann ich einfach nicht mit der Pick hier machen. Da picke ich mir einen Wolf. Das geht nicht. Da brauchen wir besseres Werkzeug. Diesen Bohrer gab es. Diesen Bohrer. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, ob man den erst finden muss, den Bauplan. Werkzeuge. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Damals. Unser Mofa. Vielleicht haben wir wieder ein schönes Rosa, dass es zum Rad passt. Nee, schön rostig ist es. Schön rostig. Aber wartet mal. So, nachgetankt haben wir. Hupen tun wir nicht. Aufbewahren. Fahren. Öffnen. Nee, umfärben können wir es nicht. Das hat sogar Modifikationen. Ach, hier, kosmetische Gegenstände. Hier können wir es einfärben. So, wo sind hier die Hupe? Das ist Licht. Funktioniert. Keine Ahnung, wo die Hupe hin ist. Da muss ich mal suchen. Wir heben ab. Ja, gefällt mir. Besser wie mit dem alten Fahrrad. Naja, damit ist auch die Zeit wieder rum. Ich hoffe mal, euch hat die Folge gefallen. War jetzt mal anders. Und das sind natürlich Dinge, die auch erledigt werden müssen. Und da habt ihr auch mal wieder einen schönen Einblick gehabt, wie es bei mir aussieht. Und dann macht's gut.